Von oben sieht alles ganz ruhig und entspannt aus, aber der Eindruck täuscht. Unten arbeiten mehr als 200 Fachfirmen gleichzeitig. Lichtmasten müssen aufgestellt werden, Kabel verlegt, Bühnen zusammengebaut und Licht- und Tontechnik installiert. Bis Freitag ist noch viel zu tun. Also das sind schon recht große Dimensionen, weil wir natürlich jetzt hier an dem Wochenende die größte Stadt im Hunsrück bauen auf der grünen Wiese und natürlich alles an Infrastruktur herbringen müssen, was so eine Stadt auch braucht. Ja, angefangen bei Strom und Wasser und dann eben die ganze Showtechnik, die Bühnen, die wir hier brauchen. Das ist schon ein Mammutprojekt. So oder so ähnlich könnte es dann aussehen, wenn ab Freitag die Techno-Beats über den Hunsrück wummern und mehr als 50.000 Besucher und Besucherinnen die Nächte durchtanzen. Viele von ihnen sind heute schon angereist. Also wir sind zum ersten Mal hier, wir haben bisher so Gutes gehört, wir sind aber gerne auf Techno-Festivals und deswegen zieh es so früh wie möglich und hier sind wir. Wir sind gestern Abend um 23 Uhr schon losgefahren und waren dann relativ früh schon vor Ort, haben dann am Sportplatz noch gewartet, bis wir rein durften und die Motivation hat uns einfach gepackt. Auf dem Campingplatz wird bereits heute Party gemacht, eine Art Festival im Festival. Dazu haben einige Besucher eigene Musikanlagen und Bühnen aufgebaut. Also hauptsächlich freue ich mich aufs Campinggelände, weil Festival ist auch nicht schlecht, aber hier können wir unser Zeug alles aufbauen und das macht uns eigentlich immer am meisten Spaß. Die Hitze der letzten Tage täuscht ein wenig darüber hinweg, dass der Boden an vielen Stellen doch noch ziemlich nass ist für die Autos der Besucher. Ein bisschen Probleme haben wir nach wie vor mit den Feldern, weil die letzten Wochen natürlich sehr viel Wasser kam und gerade auch am letzten Wochenende noch mal wirklich einige Liter runterkamen, sodass teilweise die Felder schon auch hier und da aufgeweicht sind. Die Wetteraussichten fürs Wochenende sind laut Veranstalter gut. Ein Matsch-Festival wird Nature One diesmal vermutlich nicht.